Hallo, ich bin Melli aus dem Shop Zürich, tue noch nebenzu Smartwatches und Tracker testen und heute habe ich die neue Fitbit der Ioniq bekommen. Dann schauen wir sie uns mal an. Verpackt wie die anderen Aktiv-Tracker von der Fitbit auch, zum Beispiel die Charge 2. Ganz einfach. Gefällt sie dir? Sie ist schön. Sie sieht nur ein bisschen groß aus. Der Verschluss ist das gleiche wie von der Flex. Mein Gott, ich krieg's nicht auf. Ist nur ein bisschen groß gerade, aber ich habe gesehen, das sind zwei, also ich habe gehört, das sind zwei Armbänder drin. Sieht das nicht doof aus? Von hier sieht das echt scheiße aus mit der Jacke und dem Pulli. Liegt es an der Jacke oder an der Uhr? Oder an der Melli? Nein, jetzt soll ich den Pulli drunter hoch? Ist das besser? Nee, wir müssen erstmal weiter gucken, was da drin ist. Das Band ist ein bisschen zu groß. Jetzt. Zwei Anleitungen. Da ist das zweite Band. Also es ist einmal mit einem S-Band und einmal mit einem L-Band kommen. Der Charger. Oh, ist auch unnötig verpackt. Okay, das war's. Hier unten sind so zwei Knöpfe, wo man es einfach reindrücken kann und dementsprechend kann man dann das Band wechseln. Fürs Band kann man auch noch andere Farben nachbestellen, aber allgemein gibt es die auch in einer anderen Farbe, zum Beispiel Orange mit einem blauen Band, was man auch wieder individuell wechseln kann. So, ich wollte es hier gerade aufsetzen. Scheint, dass wir Internet dazu brauchen. Hier im Studio haben wir es nicht. Also gehen wir raus. So, jetzt sind wir draußen. Hier haben wir Internet. Jetzt können wir starten. So, jetzt versuchen wir mal, das Ganze miteinander zu verbinden. Sprich, das Gerät in der App aufzufassen. Ich habe mir jetzt nicht die Anleitung durchgelesen, wie man es aufsetzt, weil ich nicht so ein Fan bin von irgendwelchen Anleitungen lesen, sondern eher die, die mal so drauf rumdrückt und versucht, schaut, was rauskommt. Weil kaputt machen kann man eigentlich eh nichts. Bin damit ja schon das ein oder andere Mal auf die Schnauze geflogen, bin mir aber sicher, bei der Fitbit geht es, beziehungsweise ich weiß es ja, da ich ja auch schon einige hatte. Eigentlich ist auf jeder Fitbit beschrieben, was man machen soll. Was man natürlich machen kann, ist, man geht auf www.fitbit.com/setup und dann hat man da auch die Anleitung und Schritt für Schritt Anzeige, wie man es aufsetzen kann. Sobald man die Fitbit-App auf seinem Handy installiert hat, einfach drauf. Wer nicht schon ein Konto besitzt, muss das Konto einfach noch schnell einrichten. Ansonsten kann man einfach ein Gerät einrichten. Natürlich soll es mit Bluetooth verbunden sein, falls ich das nicht erwähnt hatte. Man hat direkt die Auswahl. Kopfhörer sind übrigens auch schon mit drin. Wir haben aber ja jetzt die Fitbit Ioniq. So. Einrichten des Geräts. Man muss dann halt auch immer wieder allen möglichen zustimmen. Hat sich's von euch schon mal jemand durchgelesen? Also ich nicht. Es wird auch immer noch mal aufgelistet, was alles im Lieferumfang mit drin ist in der App. Es zeigt es einem jedes Mal an, wie man hier jetzt sieht, zwei verschiedene Bänder und noch mal das Ladekabel. Geht man auch weiter, den Standort tun wir aktivieren. Das braucht die App auch übrigens immer zum Konfigurieren, zum Updaten und so weiter. Nein, jetzt soll ich sie auch noch aufladen. Gibt es bei den anderen auch noch, aber ich sehe, es geht auch gerade ohne. Auf der Uhr zeigt es einen vierstelligen Code, den man dann einfach ins Handy überträgt. Hier oben zeigt es mir nur an, dass ich nur Akku habe, aber manche brauchen das zum Verbinden. Also man soll dann ein WLAN herstellen, um einfach nochmal die Uhr zum Aktualisieren auf die neuesten Updates zu bringen. WLAN haben wir jetzt nicht, aber das werden die dann zu Hause machen. Deswegen gehen wir auf später einrichten. Auf die aktuellste Version sollte man dann das Ladekabel anhängen, weil es kann natürlich ein paar Minuten dauern. Zeichne deine Aktivitäten auf, optimiere deinen Trainingsplan, hör Musik ohne Smartphone, beliebige Apps und so weiter. 49 Minuten? Das spielt doch. Gott, ich kann 49 Minuten so etwas. Weiß ich doch nicht. Die Uhr wird jetzt eingerichtet. Es zeigt mir jetzt 56 Minuten noch an. Es werden einfach die ganzen Updates aktualisiert und so weiter. Das dauert halt alles seine Zeit. Ich habe gedacht, es geht schneller. Bin ziemlich überrascht. So viel Zeit habe ich aber leider nicht mehr. Meinen genauen Test seht ihr dann im nächsten Review. Und dementsprechend gehe ich jetzt wieder arbeiten. Bis später!